Moin Moin, Servus und Hallo und Willkommen zum neuen One Every Day Video. Heute wieder ein über das Gerät Video, nämlich zum Huawei oder Huawei oder Huawei. Ich höre da ja immer wieder verschiedene Ausdrucksweisen. Also sagen wir einfach Huawei in diesem Video. Huawei Mate S. Das Gerät liegt hier vor. Das habe ich als Testgerät bekommen. Vielen Dank an dieser Stelle dafür. Ich verzichte im schriftlichen Test wieder auf die Über das Gerät-Rubrik. Dafür dient wieder dieses Video. Kommen wir einfach mal zum Gerät, beziehungsweise gucken wir uns das einfach mal von außen an. Das ist die Tasche, die übrigens beim, oder das Case, was beim Mate S dabei ist. Das finde ich ja schon mal recht cool. Das legen wir erstmal beiseite, das gucken wir uns gleich nochmal an. Technische Dinge, technische Eigenschaften spare ich mir alle aufzuzählen. Die werden dann in schriftlicher Form im vollständigen Test nachgereicht. Vorne das 5,5 Zoll Display, unten der Schriftzug Huawei. Ich muss nochmal an der Kameraperspektive ändern, irgendwie die Kamera höher stellen. In einem der nächsten Videos, versprochen. Unten habt ihr den Micro-USB-Anschluss, kein USB Type-C. Das ist ein bisschen schade, bietet aber trotzdem zum Beispiel, hat Huawei integriert, eine Schnellladefunktion. Das ist ganz nett. Unten Lautsprecher, die da leider ein bisschen doof angebracht sind, weil wenn man das Gerät jetzt so hält, dann verdeckt man ihn doch leicht, zum Beispiel beim Spielen oder ähnliches. Da wäre ein Lautsprecher auf der Rückseite oder theoretisch zwei oder einen Frontlautsprecher deutlich besser gewesen. Auf der linken Seite habt ihr hier den SIM-Karten-Einschub bzw. den SIM-Karten- und Micro-SD. Ich glaube, er hat auch eine Micro-SD-Karte. So ein Dual-Ding. Ich glaube es jedenfalls. Gute Frage. Reiche ich im Test nach. Auf der rechten Seite habt ihr den Powerbutton und die Lautstärkewippe. Lautstärkewippe ist ganz gerade, Powerbutton ist so ein bisschen geriffelt, dass ihr den auch irgendwie im Dunkeln zum Beispiel besser unterscheiden könnt. Auf der Oberseite, das ist ja auch Pluspunkt bei mir, ist der 3,5 mm Anschluss. Unten mag ich es definitiv immer noch nicht. Auf der Rückseite habt ihr die Kamera, 13 Megapixel glaube ich, die so ein bisschen, wenn man das so sieht, so heraussteht. Das ist so vielleicht ein bisschen nervig, wenn man das Gerät ohne Case nimmt, so ein teures Gerät über 600 Euro, würde ich persönlich grundsätzlich aber sowieso nur in einem Case benutzen und da wird das ausgeglichen. Hier unten habt ihr dann nochmal Huawei-Schriftzug und hier dann noch ein paar Informationen. Daneben ist der LED-Blitz, der zweifarbig ist. Und ja, was ist denn das hier in der Mitte? Das ist der Fingerabdruckscanner. Entsperren wir das Gerät einfach mal. Es ist schon an. Ach, und auf der Vorderseite habt ihr natürlich Sensoren, Hörmuschel und Frontkamera. Ihr könnt auf den Powerbutton drücken. Dann könnt ihr hier hochswipen. Und dann könnt ihr den Code eingeben und dann ist es entsperrt. Ihr könnt es aber auch einfach machen, wenn ihr euren Fingerabdruck benutzt habt. Hinten Fingerabdruckscanner, ne? Ich drücke auf keine andere Taste, lege den Fingerabdruck drauf und es ist entsperrt. Und es ist entsperrt. Das ist echt cool, finde ich. Fingerabdruckscanner habe ich ja in meinem, wo habe ich es denn? iPhone auch. Da ist der ja im Home-Button verbaut, wie man weiß. Da muss man aber den Home-Button drücken und also das Display im Prinzip beleuchten und dann den Finger raufpacken. Und dann ist es entsperrt. Ihr könnt das auch in einer Bewegung machen, also drücken, Finger drauf lassen und dann ist es entsperrt. Das Ganze ist aber beim iPhone 6 jedenfalls noch zwar schon schnell, aber nicht so schnell. Das ist ja beim iPhone 6s anders. Aber man muss halt immer den Knopf drücken. Und hier einfach Finger raufhalten. Keinen Knopf drücken und es ist entsperrt. Das ist, wie ich jetzt schon dreimal sagte und nochmal sage, echt cool.
Wo wir es entsperrt haben, gucken wir es uns doch einfach mal an. Gehen wir mal in die Einstellung, über das Telefon und ja, Immersion UI 3.1 ist installiert, 3 GB RAM hat das Gerät, als CPU werkelt da drin ein High Silicon Kirin 935, wie man hier sieht, naja, nicht so ganz gut sieht. Das ist das Modell mit 32 GB internem Speicher. Davon sind jetzt, ich habe allerdings auch so ein paar Benchmarks, Spiele etc. installiert, sind 19,95 GB frei. Ein 1080p Display und Android 5.1.1 läuft auf dem Gerät. Das ist neueste Version im Prinzip. Naja, Android 6.0 ist jetzt da. Soll für das Gerät, habe ich gelesen, auch kommen. Das ist schön, weil Huawei ja nun lange Zeit mit schönen Geräten glänzte, aber nicht gerade mit ihrer Update-Politik, was ich persönlich immer schade finde oder fand. Gehen wir aus den Einstellungen wieder raus. Hier unten seht ihr die Navigationsleiste, die könnt ihr auch noch anpassen. Zum Beispiel, dass der Pfeil ganz normal links ist und das zum Öffnen der Apps rechts. Und ihr könnt auch noch den Button dahin packen, dass die Notification-Leiste runtergescrollt wird, wenn ihr auf den Button drückt. Habe ich gelassen, weil entweder macht man es halt ganz normal mit dem Finger. Jetzt bin ich in der Suche gelandet. Das ist falsch. Also entweder macht man es ganz normal mit dem Finger oder man kann nämlich auch den Fingerabdruckscanner nutzen. Wischt ihr einfach nach unten und ja, schon ist sie da. Also einfach hier rüber wischen. Löschen und wieder hochwischen. Wo ich die gerade unten habe, eine Sache, die ich eigentlich später besprechen wollte, Immersion UI bietet ja schon einige wirklich nette Sachen. Zum Beispiel hier sagt SwiftKey 6, hier, neue SwiftKey-Version, willst du testen? Ja und nein. Und dann kann man nämlich darauf gehen, dass man die Push-Nachrichten in der Notification-Leiste zulässt oder ablehnt. Das kann man natürlich auch im normalen Android ändern, aber muss dann doch deutlich tiefer in die Einstellungen verschwinden als hier bei der Immersion UI. Sagen wir einfach mal zulassen. Ihr könnt, wenn ihr die Notification-Bar unten habt, auch wenn ihr die Benachrichtigungen alle löschen wollt, einfach doppelt auf den Touch-Fingerabdruckscanner tappen. Dann sind nämlich alle Benachrichtigungen weg. Seht ihr hier? In der Notification-Leiste könnt ihr auf Verknüpfungen gehen und habt dann hier die Schnellstartverknüpfung im Prinzip wie auch beim Vanilla Android nur noch ein bisschen aufgebohrter. Also Schnellstart zu den Einstellungen und Taschenlampe könnt ihr aktivieren, GPS, und so weiter und so fort. Wie man das so kennt. Jetzt stellt sich das Teil irgendwie überhaupt nicht mehr scharf. Sehe ich gerade. Egal, ich mache trotzdem weiter. Es gibt im Prinzip wie bei Apple eine Suche. Ihr wischt einfach runter und habt dann eine Suche, wo ihr nach Apps, Kontakten, Nachrichten suchen könnt. Und hier dann noch eine Liste der zuletzt verwendeten Apps. Oben seht ihr das Wetter-Widget. Das finde ich persönlich auch sehr nett. Tappt ihr auf das Wetter, dann wird das Wetter sehr nett angezeigt. Das ist einfach so eine Kleinigkeit. Die mag ich persönlich sehr gerne. Gehen wir doch noch einmal zur Kamera-App. Ich sehe gerade. Nein, gucken wir uns einmal kurz das Cover an. Weil ich muss gleich das Video nochmal neu starten. Gucken wir uns einmal das Cover an. Das ist, wie gesagt, beigelegt bei dem Huawei Mate S. Und das finde ich nett, finde ich schön, aber für ja, einen Preis über 600 € eigentlich jetzt auch nicht so special, weil man bezahlt ja auch einiges. Das ist so ein Cover im Book-Style. Das ist Kunststoff hier, so ein bisschen wie Vlies auf dem Display. Das ist weich, aber fühlt sich doch sehr stabil an. Und auf der Rückseite ist tatsächlich so ein bisschen wie Leder aufgeklebt. So eine dünne Lederschicht. So fühlt sich das jedenfalls an.
Auf der Frontseite, hier oben seht ihr jetzt, ist das Fenster im Prinzip, da ist so eine Plastikscheibe drin, könnte man sagen. Und was das macht, zeige ich euch jetzt. Dazu legen wir das Teil, das Huawei Mate S, doch einfach mal da rein. So. Und dann ist es da drin. Das sitzt da auch sehr fest drin. Das lässt sich leicht reinlegen, leicht rausnehmen. Aber sitzt trotzdem sehr fest da drin. Klappen wir es mal zu. Und dann drücken wir mal hier an der Seite. Sind die Knöpfe frei? Drücken wir einmal auf den Power-Button. Und dann kriegt ihr hier oben Kurzinformationen: Uhrzeit, bisschen was vom Hintergrundbild, Wetter, der Ort, wo man ist, das Datum. Und dann würden da auch irgendwie, ja, Benachrichtigung über neue Anrufe oder irgendwas angezeigt werden, halt neue Benachrichtigungen. Das ist so ein bisschen wie dieses Cycle Cover oder was es da mal gab, für die LG-Geräte, genauso nett gemacht. Und ja, dass es dabei ist, das finde ich einfach nett. Der Einfachheit halber hole ich es einfach mal wieder raus. Wir entsperren es nochmal. Und ja, gehen tatsächlich noch mal in die Kamera. Da lege ich das doch einfach mal dahin, dann sieht man das so ein bisschen durch die Kamera. Die Kamera sieht wie beim Huawei P8 Lite eigentlich so aus, könnte man sagen, beinahe wie unter iOS. Ihr habt hier die Möglichkeit, durch die Modi zu wischen, Fotos, Videos, Zeitraffer verschönern. Das ist dann für, ja, Selfie-Funktion. Und was hier aber anders ist, was ist wie beim P8, Lichtmalerei. Das ist cool. Da könnt ihr, wenn ihr dann auf Rücklichtspuren geht, zwischen verschiedenen Modi wechseln. Nämlich Rücklichtspuren, Lichtspuren fahrender Autos in der Nacht aufnehmen. Oder Lichtgraffiti, Lichtspuren in einer dunklen Umgebung aufnehmen. Oder seidiges Wasser, Bewegungen von fließendem Wasser mit seidenweichem Effekt aufnehmen. Oder Sternspuren ganz unten. Lichtspuren von Sternen und Galaxien am Nachthimmel aufnehmen. Und ich muss sagen, gerade dieses Sternspur-Ding, hat mir großen Spaß gemacht. Da werde ich dann auch für den Test einige, ja, Testbilder hochladen bei Flickr und dann verlinken entsprechend. Gehen wir hier nochmal wieder auf die ganz normale Fotofunktion. Hier rechts habt ihr die Möglichkeit, verschiedene kleine Filter schon zu wählen. Bleiben wir beim Original und hier oben beziehungsweise hier oben links Blitz an, aus oder automatisch. In der Mitte der Button wechselt ihr auf die Frontkamera beziehungsweise zurück zur Rückkamera. Und hier oben rechts kommt ihr im Prinzip in die Einstellungen. Die sind anders als beim P8 Lite nicht nur hochkant zu sehen, sondern auch, wenn ihr das Gerät schräg haltet. Das ist schön und das hat mir gefehlt. Da habt ihr die verschiedenen anderen Modi für die Kamera, also HDR oder bestes Foto, Super Nachtmodus, der übrigens auch ziemlich gut funktioniert für Nachtaufnahmen, Gesamtfokus, Audionotiz finde ich persönlich ganz lustig. Macht ihr ein Foto und nehmt bis zu 10 Sekunden Sound zu dem Foto auf. Panorama-Modus, der relativ gut funktioniert, allerdings ein Problem hat, nämlich die Bilder gut zusammenzufügen. Da muss man das Gerät schon sehr ruhig halten, vielleicht sogar auf einem kleinen Stativ oder so. Und der Modus Wasser. Ja, da bin ich wieder. Das war jetzt gerade ein bisschen unglücklich. Der Speicher von dem Handy, mit dem ich gefilmt habe, der ist voll. Ich habe jetzt auf das iPhone gewechselt. Autofokus-Hilfslicht kann man hier an- und ausschalten. Selbstauslöser, ja, kann man ändern. Und was besonders interessant ist, hier oben seht ihr die drei Punkte. Tappt ihr darauf, bekommt ihr hier einige Möglichkeiten, nämlich ISO-Wert zu verstellen, Autofokus zum Beispiel auf manuell zu schalten, den Weißabgleich zu verändern, Verschlusszeit zu verändern und Belichtungskorrektur anzuwenden. Das sieht dann so aus. Tappt ihr darauf und habt dann hier so einen Slider. Das ist, sorry, das ist auch ziemlich cool und gerade irgendwie für die ambitionierten Smartphone-Fotografen sicherlich eine geile Methode oder eine tolle Methode, noch mehr aus den Fotos zu machen.
Gehen wir aus der Kamera wieder raus, zeige ich euch nochmal was, was ich auch sehr schön fand. Ihr habt natürlich ja bei der Immersion UI, wie man sieht, keinen App-Drawer, sondern so wie bei iOS alle Apps als Symbole nebeneinander. Hier habt ihr den Telefonmanager. Geht ihr darauf und wischt dann hier unten nach rechts, gibt es den Modus App-Sperre. Da könnt ihr dann, wenn ihr einen Fingerabdruck hinterlegt habt, den setzen und dann verschiedene Apps hinzufügen, die gesperrt werden sollen per Fingerabdruck. Zum Beispiel Spiele oder hier hatte ich mal als Test 1Password genommen und wenn ich jetzt 1Password öffne, wird erstmal nach dem Fingerabdruck gefragt, leider aber dann doch nach dem Passwort. Das wäre natürlich schön, wenn man so irgendwie das Passwort abschalten könnte. Aber es soll tatsächlich auch, habe ich gelesen im Netz, gerade für 1Password soll auch Fingerabdruckunterstützung unter Android kommen. Ja, ansonsten sind natürlich so Standard-Apps wie Kalender oder ähnliches dabei. Was ich persönlich immer noch sehr schön finde, ist das Kalender-Icon wie unter iOS auch das Datum anzeigt. Kann man mögen, ich mag es, anderen Leuten ist es vielleicht nicht wichtig. Ordner sehen so aus, auch mit diesem Blur-Effekt wie unter iOS. Und um jetzt was in Ordner zu ziehen, haltet ihr einfach lange den Finger zum Beispiel auf Designs, ne, gedrückt und zieht das dann einfach in den Ordner und schon ist es da drin. Der Ordner Spiele, die Dinger waren übrigens vorinstalliert, die kann man aber auch einfach löschen, das ist kein Ding. Das Gerät an sich, gucken wir noch mal ganz kurz, was hier in den Screenshots bei Antutu rauskam, 51.279 Punkte. Das ist vielleicht nicht so ein oder es ist nicht so ein guter Wert, was jetzt zum Beispiel das Galaxy S6 oder ähnliche Geräte erreichen. Aber ich muss sagen, das läuft wirklich schnell, das läuft wirklich gut. Was nicht so gut ist, das kann ich hier im Video auch nochmal erwähnen, ist der Akku. 2700 mAh, glaube ich. Sowas um und bei, genauer schriftlich im Test. Ich kam damit über den Tag, oder ja, ich bin damit über den Tag gekommen und es hat ungefähr abends dann noch so zwischen, sagen wir, 15 und 30% Akku übrig. 2 Tage sind damit also nicht machbar. Einen Tag, ja, kein Problem. Also es ist okay in der heutigen Zeit, aber mehr ist dann natürlich besser. Ja. Die Icons mag ich. Ich mag die Immersion UI. Ich mag den Fingerabdruckscanner extrem gerne. Hier Mate S. Ich finde die Kamera 13 Megapixel finde ich vollkommen in Ordnung. Die macht teilweise wirklich gute Bilder. Allerdings, ich weiß gar nicht, ob man das dann hier jetzt sehen kann. Ich nehme das mal eben kurz aus dem Bild. Gucken wir uns das mal hier an. Jetzt, ich weiß gar nicht, ob man das nur durch die Kamera sieht, dass der Bildschirm jetzt so wabert von rechts nach links. Das ist aber nur, also es wackelt da nichts. Das nur so zum Hinweis. Hier macht der Auto-Weißabgleich jedenfalls, ist hier unglaublich hell, finde ich. Und beinahe so ein bisschen neblig irgendwie. Das sieht nicht ganz so schön aus. Aber die Kamera ist, also für ein Smartphone, einwandfrei, finde ich. Trotzdem, für den Preis, naja, das könnt ihr dann im Fazit nachlesen. Ja, das war's eigentlich auch. Ich bedanke mich fürs Zusehen, sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Und falls euch das Video irgendwie gefallen hat, dann liked es doch, abonniert den Kanal und gebt einen Daumen hoch, wenn ihr Bock darauf habt. Danke, tschüss.